Die letzten oft qualvollen Meter sollen ihnen erspart bleiben. Darf ein Bauer sein Vieh direkt am Hof töten, fällt der Transport zum Schlachtbetrieb weg. Auch für den Bauern sicherer. Verängstigte Tiere schlagen beim Verladen oft um sich. Der grüne EU-Abgeordnete nennt es längst überfällig, die Hof- und Weideschlachtung wieder zuzulassen. Das Tier ist am Hof, das bekommt einen Futterkübel hingestellt. In dem Moment, wo der Kopf in den Kübel geht, wird es dann mit dem Schlachtschussapparat getötet. Da gibt es keine Angst, kein Geschrei, absolut stressfrei. Das Tier ist in seiner natürlichen Umgebung, kennt den Landwirt, hat keine Vermutung, dass was passiert. Es ist auf jeden Fall die tierfreundlichste Art und Weise. Weitz aber klagt, die geplanten Auflagen für das Schlachten am Hof seien praxisfern. Bauern sollen Schweine, Rinder und Pferde am Hof töten dürfen, nicht aber Schafe oder Ziegen. Ebenso unverständlich sei, warum ein Tierarzt bei der Hofschlachtung dabei sein muss. So ein Tierarzt kostet 100, 150 Euro pro Stunde. Und wenn der da 3 Stunden daneben steht, kommen allein 450 Euro dadurch an Kosten zustande. Für kleine Betriebe unbezahlbar. Das Schlachten am Hof würde sich nicht rentieren. Bauernvertreter vermuten, große Fleischkonzerne stecken dahinter, um EU-Pläne zu torpedieren. Jene Konzerne, die schon vor Jahrzehnten erfolgreich für das Aus der Hofschlachtung lobbyiert haben.